Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Meine Freunde, mein Bruder, meine Schwester, wo geht es Ihnen von morgen? Fällt Ihnen manchmal, dass Sie das mit Kram gehen, weil es da so eine schwere Last auf Ihren Schultern ist? Jesus, der hat mal eine Begegnung mit einer Frau, das finden wir in Lukas Kapitel 13, Vers 13 und wieder. Eine Frau, die vertrippelt wird, weil es auch in Beisa Jäst eine Krankheit gegeben hat, dass sie musst ganz kram redig gehen in eine Unja bei ihr tätchen. Und sie konnte sich nicht anrechten. Und als Jesus diese Frau sah, dann jammert er arm, und er sagte früh, sie soll nach arm kommen. Er lädt seine Hände ab ihr, und sie ward geheilt. Sie konnte sich dort abrechten, und der Beisa Jäst verleiht ihr in dieselbe Stunde. Die Menschen haben sich dann sehr verwundert, dass Jesus so eine Macht hat. Und weil sie manchmal sind wie auch vertrepelt in unserem geistlichen Leben. Wir sind vertrepelt durch Sünde, durch Laster, die wir haben. Manchmal ist es Schmiede, Trinken, Betternis, andermal ist es Geldsucht, andermal sind es Drogs und irgendwas anderes. So viel beiset, was uns vorhin bindet und wie gute Kram vertrepelt. Wir können nicht abschätzen in Jesus, weil wir sperren, dass wir Dieb eine Sünde sind. Und dann kommt Jesus von dort und sagt, komm zu mir, ich will dich heilen. Und wenn Jesus seine Hände auf die Leie wird, von dort, dann bist du geheilt. Dann muss der Beisa jetzt von uns wach kommen. Dann sind wir rein, dann sind wir frei von unserer Krankheit. Und dann gehen wir am Ende und er kommt an uns Hort nennen mit seinem heiligen Geist. Und er hilft uns nie Freude. Und wir können abschätzen in den Bogen, und wir können den Menschen in den Augen schätzen. Wir brauchen uns nicht bleib verkommen. Wir können einfach sagen, ein Zehnchen Gottes, weil Jesus hat mich angenommen. Das ist wunderbar, weil wir dafür beten. Herr Jesus, ich komme dir, vertrepelt an meine Sünde, an meine Last. Und ich bete, dass du mich von dort heiligst. Leih deine Hände auf mich und heil mich von allem Beisen, mach mich frei von aller Krankheit und aller Sünde. Und komm in mein Herz mit deinem heiligen Geist und gib mir die Freude, dass ich dein Kind kann sein. Das bete ich in dein Namen, Jesus. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei den Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.